Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Mittwoch und ich habe mich jetzt gerade schon in meine Sportklamotten geschmissen, weil ich jetzt Sport machen werde. Fakt Nummer 1. Es schneit. Und das nervt mich, weil ich gleich los muss mit dem Auto. Und zwar nach Iserlohn. Und ich fahre nicht gerne, wenn es schneit oder glatteis ist oder krass regnet oder so. Naja. Was wollte ich euch denn sagen? Meine Brille. Ich habe die ja eingeschickt und zwar letzte Woche Dienstag, also gestern vor einer Woche. Und sie meinte, ja, vielleicht ist das Ende der Woche fertig oder Anfang nächster Woche. Sprich, jetzt. Und dann kriege ich gestern eine Mail, ja, dass die Brille eingegangen ist. Die wird jetzt nach Berlin geschickt und das dauert dann jetzt nochmal so 5 bis 13 Tage. Toll. Und ich hasse mittlerweile meine alte Brille, weil ich finde mich generell gerade einfach... Ich find's kacke, weil ich habe keine Wimpern, ich habe Herpes und habe nicht meine Brille und auch keine richtigen Kontaktlinsen. Ich drehe durch. Mich nervt das so unfassbar. Aber immerhin fahre ich gleich nach Iserlohn und krieg Wimpern. Dann ist immerhin schon mal das abgehakt. Ja, so viel dazu. Also meine Brille dauert noch. Kontaktlinsen habe ich auch immer noch keine Nachricht bekommen. Keine Ahnung, wann die fertig sind. Naja, eigentlich dachte ich, ich habe alles, weil ich, also bis ich dann morgen wegfahre, weil ich fall morgen... Weil ich fahre morgen nach Heidelberg und dachte, ja gut, dann habe ich bis dahin meine Brille wieder und neue Kontaktlinsen und so, alles safe, Wimpern und so. Naja, bis auf Wimpern habe ich nichts. Ach ja. Naja, ich habe mich jetzt gerade, wie gesagt, in meine Sportklamotten geschmissen. Fabio ist jetzt los mit seiner Mama, die bringt er jetzt zum Bahnhof. Und haltet euch fest, wisst ihr, was Fabio dann macht? Er geht zum Friseur. Jetzt denkt ihr euch so. Und nein, nicht wegen seines Bartes, weil das könnte man ja jetzt vermuten. Wobei auch, ich glaube, dann lässt er sich mitmachen. Aber Fabio, mein Freund, der ohne Haare, lässt sich seine Haare wieder wachsen. Und die sind jetzt schon ungefähr so lang. Und er will sich jetzt schon mal die Seiten kürzen, damit es besser aussieht. Wisst ihr, weil jetzt ist das halt alles so eine Länge. Halt nur diese Länge, aber okay. Und er will sich jetzt schon mal die Seiten kürzen. Nun denn? Sehr komisch. Also er sagt selber, er war seit Jahren nicht beim Friseur, weil er ja irgendwann seine Haare einfach kurz gemacht hat. Ich bin voll gespannt, weil ich selber kenne ihn gar nicht mit langen Haaren. Also was mit langen Haaren? Mit generell Haaren. Sondern nur dieses kurz. Ich kenne das nur von Fotos und das ist so komisch, weil das sieht halt aus, als wäre das einfach eine andere Person. Ganz merkwürdig. Naja, Sport. Ich mache jetzt Sport. Heute ist ein Bauchworkout dran und ich habe seit letzter Woche Montag, also anderthalb Wochen, jetzt schon mein komplettes Workout durchgezogen. Bin richtig stolz auf mich, weil eigentlich, wie gesagt, wenn so Besuch da ist oder so, ist das immer so, ja komm, Besuch ist da, ich mache keinen Sport. Aber ich habe es durchgezogen und ja, Fabios Mama war in der Zeit irgendwie beschäftigt und hat irgendwas anderes gemacht, von daher war das auch kein Problem. Ja, ich bin sehr stolz, mein Magen knurrt gerade voll. Ab nächste Woche ist ja Kur angesagt. Ich bin auch schon mal gespannt, was ich da erreichen werde. Und jetzt mache ich Sport. Das ist wie gesagt ein Bauchworkout dran und es schneit immer stärker. Guckt mal. Übrigens seit meinem Geburtstag, man sieht gar nicht, wie es schneit. Oder? Es schneit richtig stark, aber man sieht es kaum. Seit meinem Geburtstag lagere ich jetzt die ganzen Getränke jetzt immer hier, weil... Kalt. Muss der Kühlschrank nicht voll gemacht werden. Hier ist auch immer noch so ein bisschen Alkohol und so. Ja. Ich bin fertig für heute. Das war HIIT. Apps. Beides gemischt. Und dann noch ein extra Workout Challenge, wo man so auch nochmal Bauchmuskel trainiert. So, oh ja, ich kann ja nicht mehr reden. Ab geht's unter die Dusche. Na? Ja, von der Seite geht's so. Wo warst du gerade? Beim Friseur, lachen wir. Komm mal her. Jetzt liegt... Leute, guckt mal bitte. In der Stunde, wo ich Sport gemacht habe, wie viel das geschneit hat. Was soll denn das? Ja, zeig mal dein Frisur. Ja, was denn? Ist da überhaupt nichts dabei? Ja, oder? Die Seiten hat er jetzt so kürzer und jetzt lässt er sich das wachsen. Ja. Ja, so ist das. So, Leute. Es ist jetzt Zeit, das hier mal wieder schön zu machen. So, Leute, ich stehe gerade hier und hier ist
immer ein bisschen Stau, aber jetzt ist hier, es sind 7 Autos vor mir und da ist irgendwo was passiert. Und jetzt fahren die, glaube ich, hier gerade alle über den Streifen, damit es weitergeht. Warum? Warum? Ich will einfach nur wieder nach Hause. Guck mal, es ist alles weiß hier. Endlich! Ich habe wieder Wimpern. Wir haben die jetzt ein bisschen kürzer gemacht. Ich glaube, beim nächsten Mal möchte ich die wieder ein bisschen länger. Das sind jetzt so 11, 12 mm. Ich glaube, ich möchte wieder 15. Aber wir haben Volumentechnik gemacht. Also die sind ein bisschen voller als sonst. Schön! Ich freue mich und in der Zeit, wo ich weg war, ist noch mal einiges dazu gekommen. Es ist richtig, richtig am Schneien. Krass, ey. Ja, was denn? Einfach so. Voll krass. Sieht so aus wie du, der Schnee. Oh, meine Brille. Danke. Die brauche ich. Und eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte, das ist etwas, was Tuba mir geschenkt hat zum Geburtstag, weil wir haben uns seitdem nicht gesehen. Also das und noch was anderes, aber das wollte ich euch zeigen. Und zwar habe ich ja dieses All-in-One-Kochbuch für den Thermomix Band 1 und das ist Band 2 und da freue ich mich schon mega drauf. Nach der Kur dann. Wenn ich das dann mache ich das, glaube ich, genauso, dass ich das alles wieder durchkoche. Hier die ganzen Rezepte. Ach übrigens, ich wollte euch ja noch was zeigen, aber das gucke ich mir jetzt erstmal kurz an. Es hatten mich ja einige nach dem Garnelenrezept gefragt. Ich weiß leider nicht mehr, welches das war, aber ich zeige euch einfach beide. Ich habe einmal das Garnelen-Erdnuss-Curry gemacht. Da sind das die Zutaten. Drückt einfach auf Pause, wenn ihr es euch screenshotten wollt. Und das ist das Rezept. Das kann man dann halt so abwandeln, dass man es nicht im Thermomix macht. Das ist auch kein Problem. Und das andere, genau, das war das. Scampis in Dillsoße mit Karotten-Erbsen-Reis. Da waren das... Oh, das ist ein Reiskorn. Da waren das die Zutaten. Und das Rezept. Und es gibt noch mal eins mit Garnelen. Entweder heute oder morgen macht Fabio sich das selber oder so. Und zwar das hier. Paprika Scampi mit Feta-Käse. Mal gucken, weil heute haben wir noch von Fabios Mama Nudeln. Ja, deswegen mal gucken, ob er sich das dann morgen selber macht oder so, wenn ich weg bin. Mal sehen. So, Leute. Ich dachte mir, ich mache jetzt mal das Gästezimmer fertig. Ich habe ja... Hallo, hier bin ich. Ich habe ja ein paar Sachen bei Primark gekauft und ich glaube, die packe ich jetzt mal aus. Und mache hier so die Sofa-Ecke ein bisschen neu. Es ist jetzt nicht viel, es sind nur ein paar Kissen und eine Decke. Aber ich mache das jetzt mal. Muss ich gleich noch mal rübernehmen. Damit es einfach hier ein bisschen anders aussieht, weil diese Kissen kommen weg. Ist halt die Frage, mache ich die ganz weg oder... Weiß ich auch noch nicht. Naja. Auf jeden Fall habe ich ja eine neue Decke. Die... lege ich einfach hier so drüber, weil ich finde das ganz cool. Und dann kann man sich natürlich auch damit zudecken. So, die graue Decke lasse ich, glaube ich, irgendwo hier auch rumliegen, falls man die noch braucht zum Zudecken. Ah, die packe ich jetzt erstmal weg. Und dann kommen halt diese Kissen jetzt hier noch drauf, die ich gekauft habe. So, ich finde die nämlich so schön. Ich stehe so krass auf dieses Senfgelb. Und dann habe ich noch diese Kissen und ich finde das so schön. Oder mache ich das vielleicht so, dass das so ein bisschen grau-gelb ist. Ja, ich glaube, das mache ich so. So, und dann nochmal genau dasselbe auf der anderen Ecke. Auf der anderen Ecke, in der anderen Ecke vielmehr. So, im Prinzip war es das auch schon, aber ich finde das ganz cool. Ich mag einfach dieses Gelb. Lasse ich die Decke so oder mache ich die noch einmal zusammen, dass die... Oh, ist die elektrisch geladen? Oder mache ich die einfach so? Ich weiß es nicht. Oh, auf jeden Fall gefällt mir das. Ich mag das Gelb echt gerne. Cool. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die anderen Kissen hinballer. Aber das ist schön. Ja, I like diese. Übrigens, das hier habe ich jetzt auch noch ausgestattet. Ich wusste nicht, was ich da drauf schreiben soll. Deswegen habe ich es YouTube-mäßig gestaltet und... Guck mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hinstellen soll. Ich glaube, erstmal stelle ich das einfach hier oben dazwischen oder so. Ja, fürs Erste. Passt da ganz gut rein, glaube ich. Gut, ihr habt wahrscheinlich gar nichts gesehen. Da habe ich es hingestellt. Da oben. So. Ich finde die Kissen voll schön. Gefällt mir. Ich mag das Gelb. Jetzt habe ich 100 Jahre nach meiner Kamera gesucht und Fabio hatte die einfach da aufs Sofa gelegt, unter diesen Klamottenhaufen. Also erst die Kamera und dann irgendwann die Klamotten. Ich habe die jetzt nicht gefunden.
Jetzt aber schon. Wir haben jetzt gerade nochmal gegessen und zwar dieses Essen, was Fabios Mama vorgestern gemacht hat. Nudeln mit Tomatensauce und Hackbällchen. Wer ist er denn? Und ich denke, jetzt gucken wir noch ein Völkchen auf den Blick. Und dann gehen wir schlafen. Und für mich geht es auch morgen schon nach Heidelberg. Na, ich habe das gerade aufgeknibbelt. Also, gute Nacht und bis morgen.